Ich habe 10 Minuten Zeit und wenn ihr mich in diesen 10 Minuten findet, dürft ihr heute alles aus dem IKEA kaufen, was ihr wollt. Sorry. Freunde, wir gehen jetzt in ein Restaurant, das war letztens das lustigste Restaurant der Welt. Ich sag euch jetzt, wie es ist, Jungs, es wird eskalieren. Wird es eskalieren? Es wird eskalieren. Johannes, du wirst aber alles mitfilmen, okay? Doch, nein, Leute, heute machen wir ruhig. Es ist, by the way, Montag, meine Freunde. Auf den Montag. Gute Start. Auf den Montag starten die Woche. Wieder Abgang, sehr gut gewesen. So. Und da ist er schon wieder, Ja. Wie viele Minuten sind wir schon hier? 10 Sekunden. 10 Sekunden sind wir hier. Diese Lache ist so lustig. Nein, nein, reicht. Reicht, reicht. Nein, nein, nein. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch. Und nachdem wir dann nach 10 Minuten schon ganze 12 Weine getrunken haben, kamen noch Freunde von uns und dann eskalierte alles. Das hat er bis morgen. In diesem Laden ist sehr herausragend. Haben Sie sehr gut gemacht. Sehr gut. Sehr fein. Gefällt mir sehr gut hier. Wo ist die Trüffelnudeln? Dann habe ich unseren Tischnachbarn überredet, dass sie meinen Kanal abonnieren sollen. Habe ich dich jetzt als neuen Abonnenten gewonnen? Natürlich. Das freut mich. Sehr gut. Wir haben einen neuen Abonnenten gemacht. Da trinkst du den Wein noch? Es ist immer mehr eskaliert, Leute. Wir haben irgendwelche Tische überredet, ihren Wein komplett auszutrinken. Ich habe einfach gemerkt, dass der Typ von vorne einfach mein Nachbar ist. So klein ist die Welt. Aber einer war nicht so ganz zufrieden mit dem Essen. Der Trüffel ist mäßig. Schmeiß ihn raus. Raus mit dir. Komm, geh raus. Ihr habt deine Flasche nicht vergessen. Raus mit dir. Oh, mal kurz so. Die Sommerzeit ist viel zu schnell vorbei. Das läuft hier gerade wirklich im Laden, ne? Okay, was? Ja, Zeit, direkt gegen uns! Und ab da war die Eskalation nicht mehr aufhaltbar. Ein Hoch auf Ralf! Auf Ralf! Das war geil. Ich lass dich glauben. Irgendwelche Leute von den anderen Tischen sind rübergekommen. Gläser sind zerstört worden. Ich glaube, es ist offiziell eskaliert. Aber hier hat es noch lange nicht aufgehört. Wir sind danach noch zu Johannes' Wohnung gegangen und dann... Oh Gott, ey Gott. Weitergeben, 2,42 Sekunden! Und fragt mich nicht, warum auf einmal ein E-Roller da war. Ich schwör mal. Leute, die haben einfach den scheiß Roller in der Wohnung gerade reingeholt. Und dann habe ich den Roller natürlich entsperrt, um damit rumzufahren. An der Stelle ist es ein wenig eskaliert. Wird es eskalieren? Es wird eskalieren. Ich bin einfach nur froh, dass es nicht meine Wohnung war. Nicht nachmachen, Kinder, es ist einfach nur dumm. Denn jetzt seht ihr, wie es aussieht danach. Was denn? Johannes, geht's dir gut? Johannes, geht's, glaube ich, gerade richtig blenden. Ich immer mehr. Bruder. Ich hab doch gesagt, es eskaliert. Warum ist hier ein E-Scooter? Johannes, du hast deinen eigenen E-Scooter hier, Digga. Freunde, Alkohol nur ab 18, ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, weiter geht's im Video. Leute, wir stehen gerade vor einem riesigen IKEA. Der größte in ganz Köln. Und meine Freunde, ich habe eine Challenge für euch. Und zwar werde ich mich jetzt in diesem IKEA verstecken. Ich habe 10 Minuten Zeit. Und wenn ihr mich in diesen 10 Minuten findet, dürft ihr heute alles aus dem IKEA kaufen, was ihr wollt. Alles? Ja, alles, was ihr haben wollt. Ihr kriegt halt einen Einkaufswagen und könnt dann da durchfahren und die Sachen reißen. Also ich muss alles zahlen, aber nur, wenn ihr mich findet. Das heißt, ich werde mich natürlich sehr gut verstecken. Ihr habt 10 Minuten Zeit. Und weil, ja, gut, der IKEA natürlich ziemlich riesig ist, kriegt ihr einen Live-Standort von mir. Das heißt, ihr könnt natürlich immer so gucken, wo ich tracken, bin. Wo du bist. Genau, ungefähr. Ihr könnt tracken, wo ich bin. Aber okay. Ich werde mich so gut verstecken, dass ihr mich trotzdem nicht finden werdet. Und ich habe ja gesehen, ihr seid ja gerade am Umziehen und eure Wohnung sieht... Naja. Die Wohnung der beiden war komplette Katastrophe. Und da die beiden jetzt zusammenziehen, brauchten sie dringend Möbel. Ich sende euch jetzt den Standort. 10 Minuten könnt ihr dann reingehen und mich finden. 3, 2, 1. Ist das gut? Ist das gut? Ja, oder? Ja, das ist so auffällig. Nee. Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr viel, ne? Auch nicht gut, scheiße. Junge.
Hä? Ich wollte nur kurz meinen Zähne putzen, Leute. Kurze Pause muss doch sein. Hä? Ja, Digga, du musst dich beeilen. Warum beeilen? Ach so, stimmt ja, fuck. Steck dir einfach zwischen den Affen, Sarah. Das fällt dir nicht auf. Danke dir, Digga. Okay, Freunde, ich finde es ein bisschen zu auffällig, mich im ganz normalen Ikea zu verstecken. Ich versuche mich jetzt einfach hier irgendwo im Lager zu verstecken. Guck mal hier, hinter so einer Ecke oder so, weißt du? Okay, Julian, geh zurück. Ich verstecke mich hier irgendwo. Ich hoffe, die finden mich nicht. Let's go. Geh zurück und sag, das kann losgehen. Let's go. Okay, Moritz hat es versteckt. Ihr habt jetzt 10 Minuten, ihr es finden. 3, 2, 1, let's go. Okay. Warte mal, ich habe noch die App. Lass mich mal gucken. Ah, fuck, ich krieg den scheiß Code nicht eingegeben. Okay, ich glaube, der ist ganz weit da hinten. Wir müssen komplett anders hin. Auch nicht. Wir suchen einen Kumpel von uns, der hat sich hier versteckt irgendwo im Ikea. Wir bekommen alles, was wir wollen, den kompletten Einkauf umsonst. Wir lagen hier eine Stunde, hier ist keiner gewesen. Okay, perfekt. Dankeschön. Gut, dass ich mich nicht in den Dingern versteckt habe, weil das wäre jetzt mein Ende gewesen. Ich kann nicht mehr. Komm, wir müssen weiter. Verarscht ist doch nicht im Ofen. Kann doch sein. So ist es ernst. Ey, guck mal da, in der Ecke. Vielleicht müssen wir da gucken, ob ihr richtig seid. Wo können wir da... Oh mein Gott. Ist das Moritz seine Zahnbürste? Denkst du, er ist hier in der Nähe? Ja, wahrscheinlich. Nee, ist nicht hier. Ich bin einfach in dem Karton. Ich glaube, hier werden wir mich niemals finden. Ich habe sogar über mir so eine Decke. Oh mein Gott, ist das so geil. Okay. Wir haben noch 1:30, ihr müsst hier irgendwo sein. Genau hier sein. Moritz, Scheiße! Nein! 15 Sekunden left. Warte. Okay, sorry. Oh mein Gott, wir wurden gerade von der Mitarbeiterin angekackt. Junge, nein, ihr habt mich gefunden. Egal. Jetzt könnt ihr alles euch kaufen. Ich raste aus. Aber es war sehr knapp und Nona ist gerade die ganze Zeit auch ausgerastet ein bisschen. Aber das schneidest du bitte nicht rein. Okay, Freunde, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt an den Anfang und ihr könnt euch alles kaufen. Okay, Freunde, ihr habt gewonnen. Ich gebe euch einen ganzen Wagen. Den ganzen Wagen könnt ihr voll machen, bis zum geht nicht mehr. Okay. Zwei wären natürlich ein bisschen besser. Oh, okay, dann nehmen wir halt zwei weg. Digga, wollt ihr mich verarschen? Dann muss ich aber sagen, 30 Minuten. Los, ihr braucht den. Okay, ein Löffel, alles rein. Rein, da. Digga, die sind doch voll hässlich. Ja, stimmt. Fuck. Die sind hässlich, wirklich, Keanu. Was macht ihr da? Das Bau der Frau. Ja, du, wie wär's mit Mirklock? Löck mich am Arsch. Oh Gott, der verfällt in Kaufrausch, Digga, Hilfe. Ja, du nimmst einfach nur Scheiße mit. Wieso brauchen wir denn davon so viel? Es gibt doch so viele Abteilungen. Scheiße, sie hat recht. Seht ihr da eine Information? Was macht ihr an der Information? Wir wollen uns ein Bad holen. Und eine neue Küche. Und eine neue Küche. Sehr unzufrieden. Ihr wollt euch jetzt eine Küche konfigurieren? Ja. Ihr wisst schon, dass ihr nur das mitnehmen könnt, was in den Korb passt. Also ich glaube, eine Küche passt da nicht rein. Leute, ihr habt immer viel Zeit. Los. Digga, es ist einfach eine Lampe mit eingebautem Wi-Fi-Speaker. Dein Ernst, Digga? Das kostet 129 Euro, Digga. Das, wirklich? Ja. Davon nehmen wir zwei. Grau oder weiß? Leute, was? Zwei? Warum denn zwei? Ich habe auch noch eine geile Lampe gefunden, die zeige ich dir. Noch eine Lampe? Ja, noch eine Lampe, ne? Ach du Scheiße, wollt ihr mich verarschen? Junge, ich hasse euch. Mal hoch. Dann lass doch liegen, der Korb ist voll, Leute. Hier sind zwar ein paar am absoluten Verzweifeln. Boah. Junge, was sind das für Lampen? Die kosten 20 Euro. Sind die eine Birne kostet 20 Euro, Junge. Du tust mir echt leid. Dafür lachst du aber ziemlich doll, Digga. Dafür, dass du mir sehr leid tust, Digga. Also ich merke das echt, wie du mir... Mein Gott, Junge, das kostet 100 Euro, Digga. Ich habe echt Mitleid. Das Grillen zieht man halt mal bis nach Afrika, Digga. Ich kann aber brauchen noch eine Pflanze. Euer Korb ist komplett voll, das wisst ihr schon, oder? Euer Korb ist komplett voll. Da ist doch kein Platz mehr drin. Okay, aber for real, wo sollen wir die hinstellen, Keanu? Das ist scheißegal. Platz dafür. Digga. Junge. Dieses verhässliche Lachen. Okay, noch ein Regal. Ein Regal, Digga?
ein. Ja. Das klappt ja blendend hier. Nein. Ey Leute, ich glaube, es ist langsam Zeit. Es ist langsam Zeit, meine Freunde. Guckt euch das mal an. Ja, und wieso muss ich eigentlich das Schwere schieben? Sei mal ein Gentleman jetzt hier. Was schätzt ihr, wie teuer wird das hier? Ich schätze 600. Ich schätze 750. Wunderbar, einmal mit Karl bitte. Oh mein Gott, Alter. 1300 Euro, ja, schick. Wieso habe ich mich nicht besser versteckt? Lola ist jetzt sogar so großzügig. Jetzt werde ich dir jetzt einen Hotdog für 1 Euro schicken. Boah, vielen Dank dir wirklich, wow. Du bist ja richtig großzügig. Danke dir wirklich, also wirklich vielen Dank fürs Ausgeben. Und dann wollten wir die Sache ins Auto bringen, da gab es nur ein kleines Problem. Ist ja schon komplett voll. Ja, Freunde. Nein. Wie haben wir das da jetzt reinbekommen? Also ich habe ja gesagt, ich kaufe euch das, ne? Aber ich, also das bringe ich jetzt ja nicht mehr. Also das müsst ihr jetzt machen, ne? Also ich würde sagen, ciao, dann wir sehen uns. Die Sommerzeit ist viel zu schnell vorbei. Und ich frag mich, why, sind wir nicht immer so frei? Niemals downen, wir sind so high. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, das sind alle meine Karten, Digga. Na, bereut ihr den Einkauf? Oh, Digga. Corona, die Arme stirbt einfach gerade da.